beim Thema Kinder und Jugendliche, da muss ich gleich auch an die Missbrauchsfälle in der Kirche denken. Wie stehst du dazu? Ja, wie soll ich dazu stehen? Also es ist einfach nur furchtbar. Jede Person, die sich im kirchlichen Umfeld bewegt, kennt Opfer. So, ich auch. Hinter mir seht ihr den Limburger Dom. Ich bin nicht religiös und ich bin auch nicht so ein großer Fan von der Kirche. Das scheint einigen Menschen so zu gehen. 2019 sind mehr Menschen denn je aus der Kirche ausgetreten. Aber nicht alle tun das. Ich treffe heute Lisa. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur katholischen Pastoralreferentin. Eigentlich würde sie gerne Pfarrerin werden, aber das geht nicht als Mensch ohne Penis in der katholischen Kirche. Lisa ist Feministin und Katholikin. Wie das zusammengeht, das will ich heute rausfinden. Hi! Hallo Hanna, schön dich kennenzulernen. Hi Lisa, was machst du denn hier eigentlich genau? Ich mache im Bistum Limburg die Ausbildung zur Pastoralreferentin, also zur Seelsorgerin in der katholischen Kirche. Und sonst bin ich die Zeit über in einer Pfarrei in Frankfurt, also in einer Kirchengemeinde. Also die Pfarrei gucken wir uns ja nachher auch noch zusammen an, oder? Genau, du mich noch mit. Und ich glaube, heute Abend gehen wir dann noch zusammen in eine Messe. Aber jetzt geht's erstmal rein, ja, oder? Genau. Okay, wie ist es für dich, deine Ausbildung hier zu machen? Das ist ja schon ein skandalträchtiger Ort hier, würde ich sagen. Ja, richtig. Also hier war ja vor ein paar Jahren der Finanzskandal um den Bischof Theobald von Eltz, der hier damals war. Da das einfach viel Vertrauen zerstört worden ist zwischen den Menschen im Bistum und dem Bischof, weil da auch ziemlich deutlich geworden ist, dass einfach auch viel gelogen worden ist. Und es hat das Bistum schon sehr mitgenommen. War das dann auch schon ein Moment, wo du vielleicht gezweifelt hast an der katholischen Kirche? Ja, auf jeden Fall. Es waren auf jeden Fall auch so Momente, wo ich gedacht habe, okay, was passiert da? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass der da so viel Macht hat und so viel leitet, das missbraucht. Du bist ja kritisch, du bist halt nicht als feministisch. Ja. Was sind denn so, würdest du sagen, so die größten Hürden als Frau in der katholischen Kirche? Also, die größte Hürde ist natürlich, dass ich als Frau nicht Priesterin werden kann. So, ich kann Seelsorgerin werden und das tue ich auch sehr gerne. Und natürlich gibt es Dinge, die eben nur ein Priester in dem Fall der katholischen Kirche, weil es keine Priesterin gibt, tun darf. Wo ich halt denke, okay, die würden mir eigentlich auch helfen. Also nur wer eine Weihe hat, kann auch eine Kirchengemeinde leiten. Das sind halt so Dinge, die ich als Frau auch nicht werde tun können. Ja. Ich habe mir im Vorfeld schon mal dein Instagram-Profil angeschaut. Und ich finde das so cool, dass du als gläubige Katholikin die Kirche aber trotzdem auch öffentlich kritisierst. Ja, immer mal, ja. Hast du Lust, dass wir einfach über den Tag verteilt, über die Themen, die wir sprechen, auch ein paar Insta-Posts machen? Ja, voll gerne. Hallo. Wir starten jetzt mit einer ersten kleinen Übung und einem Gespräch. Und das sind Bereiche, in denen ich mich gerne einsetze und in denen ich was bewirken möchte. Und da wollen wir einsteigen. Also wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, 7 Fragen über uns zu beantworten, um mehr herauszufinden über unsere Passion und unsere Berufung. Wie sieht denn deine Ausbildung konkret aus? Ja, das ist gerade im ersten Jahr der Ausbildung ziemlich viel in der Schule. Das heißt, ich gebe Rallye-Unterricht in der Grundschule und da müssen wir dann eben auch eine Lehrprüfung machen. Wenn du dann Pastoralreferentin bist, was kannst du dann alles machen? Ich mache so Sachen wie Firmenvorbereitung, Kommunionvorbereitung und ich kann Seniorinnenarbeit machen. Als Einzelne, aber wir sind Glieder, die zueinander gehören. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Das ist für mich jetzt schon wieder so ein kleiner Trigger. Ist das für dich auch? Ja, es nervt mich auch. Also ich spreche das auch immer eigentlich ganz gerne an, dass ich es schön finde, wenn auch mal schwesterlich denkt und dass ich irgendwie auch gern als Pastoralassistentin bezeichnet werden möchte. Mhm. Bist du dann immer die Einzige, die sowas auch anspricht? Also ich bin auf jeden Fall die Einzige, die es anspricht. Ob es nur andere stört, weiß ich nicht genau. Ich probiere es immer zu thematisieren. So. Hast du alles ausfüllen können? Ich bin nicht ganz fertig geworden. Können wir uns da einfach hinsetzen? Ja. Was macht für dich Charisma aus? Was bedeutet Charisma für dich? Ich würde es, glaube ich, mit Talenten so in eins bringen. Was sind deine Talente, deine Fähigkeiten? Also, dass ich gute Gespräche mit Leuten führen kann, glaube ich, auch ganz gut zuhören kann. Und das ist also sowas, was natürlich auch für Seelsorge total wichtig ist. Ja, aber du bist ja auch sehr kreativ. Also ich habe ja bei deinem Instagram-Profil gesehen, das ist ja auch super kreativ. Genau, auch. Sowas macht mir auch Spaß. Ja, genau, ich mache das. Geil. Genau, das ist ja das feministische Andachtskollektiv. Genau, oder? Das machen wir auch. Und was ist das genau? Wir sind ein Kollektiv aus 10 Personen, die alle christlich unterwegs sind und alle feministisch unterwegs sind. Wie reagieren da andere Leute aus der Kirchengemeinde oder andere Gläubige drauf? Es gibt immer mal wieder Leute, die auch gerade eben, weil ich katholisch bin, schreiben, warum möchtest du irgendwie den Kern des Katholischen verändern, so, wo ich sagen würde, also für mich ist bestimmt nicht also der Kern des Katholischen, dass nur Männer Priester werden dürfen. Wenn ich aber merke, okay, es geht gar nicht um Austausch, sondern es geht nur darum, mir jetzt zu sagen, dass ich in die Hölle komme, so, dann beende ich das Gespräch auch. Ich habe mich gerade gefragt, weil in der Runde, in der wir jetzt saßen,
Waren da überhaupt Männer? Zwei. Zwei, ja, Männer? Genau, oh, die zwei Männer wollen beide Priester werden. Und kennst du viele von deinen Kolleginnen, die auch mit dir die Ausbildung machen, die eigentlich auch die Ambition, gerne Priesterin zu werden? Mhm. Oder? Also ich finde es ja auch immer ein bisschen schwierig, über mich zu sagen, dass ich das gerne machen möchte, mhm, weil es natürlich so ist, dass es im Moment einfach keine Option ist, mhm, und auch so ist, dass ich ja mich gar nicht auf den Weg machen kann, das rauszufinden. Ich kenne auf jeden Fall auch noch viele andere junge Frauen, die auch wie ich sagen, sie würden das gerne rausfinden wollen. Ja. Aber es ist natürlich schon was in manchen Dingen hemmt. Zum Beispiel auch auf die Taufe bereite ich Menschen auch vor. Mhm. Und ich finde es dann eigentlich fast immer so ein bisschen seltsam, wenn ich Menschen darauf vorbereite, aber taufen tut dann jemand anders. Du taufst mich dann. Dann kann ich das noch mehr verstehen, ja, als wenn ich dann mit einem fremden Mann, genau, plötzlich, ja, da stehe und der und das kippt mir halt, dann was über den, ja, Kopf. Genau, das finde ich halt auch irgendwie, ja, also, seltsam. Wir haben drei Bereiche, auf die wir nachher in der Gesamtschau gucken möchten. Und das erste war jetzt das Thema Neigung, Leidenschaft und Passion. Also für mich ist das auf jeden Fall die Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich halt auch noch jung bin und mir deswegen auch Spaß macht. Und Feminismus ist auch für mich da ein Thema. Jetzt haben Sie kurz einmal geschmunzelt, als das Wort Feminismus fiel. Was sagen Sie dazu? Also ich finde es sehr wichtig. Und wenn jetzt junge Frauen sich dafür wieder stark machen, auch nochmal vielleicht eine andere Form sich erobern, in einer anderen Sprache, finde ich das super. Und haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Frau in der Kirche entsprechend wertgeschätzt werden, gleich wie Männer? Ich denke, viele Leitungspositionen sind traditionell an das Priesteramt gebunden. Und dadurch bin ich als Frau natürlich an der Stelle ausgegrenzt. Es gibt aber da Entwicklungen, die ich schon sehe in diesen Jahrzehnten, in denen ich dabei bin. Aber da gibt es noch viel Luft nach oben aus meiner Perspektive. Das Charisma-Seminar ist durch und wir fahren jetzt ja auch gleich noch in die Pfarrei, in der Lisa bald arbeitet. Wir wollten ja den ganzen Tag so auf Instagram so ein bisschen festhalten und wir haben uns ja jetzt diese eine Bibelstelle durchgelesen, die uns so aufgefallen ist. Was ist der Text noch? Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. In brüderlicher Liebe. Also ja, geschwisterlich könnte man auch machen. Geschwisterlicher Liebe, ja, zum Beispiel könnten wir machen. Ja, das ist doch auch, sind gut, auch wirklich alle eingeschlossen. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, kurz mit Lisas Ausbildungsleiter zu sprechen. Herr Dörr, die Männer werden Priester, mhm, zum Priester ausgebildet. Die Frauen dürfen keine Priester werden. Warum? Die Lehrmeinung der katholischen Kirche ist, dass Jesus nur Männer als Apostel berufen hat. Bischöfe und Priester gelten einfach als die Nachfolger dieser Apostel. Darum können nach dieser offiziellen Lehrmeinung Frauen kein Priester werden. Ja. Gibt es denn da irgendwelche Bestreben, daran was zu ändern, an diesem Ungleichgewicht? Gerade in der deutschen katholischen Kirche ist diese Frauenfrage Thematik des sogenannten synodalen Weges. Was wird in dem synodalen Weg denn genau diskutiert? Das ist zum einen diese ganze Frage nach der Frau in der katholischen Kirche, aber auch Aufarbeitung von der ganzen Missbrauchsdebatte. Das Thema sexuelle Orientierung wird hier gerade diskutiert und so weiter. Bis wann soll da so eine Reformierung stattfinden? Ein genauer Zeitpunkt, wann eine Reform zum Abschluss gebracht wird, gibt es so jetzt noch nicht. Okay, was denken Sie denn, wie lange es dauert, bis sich da wirklich was verändert? Kann ich im Moment nicht einschätzen. Mühlen laufen ja schon sehr langsam, oder? In der katholischen Kirche dauert es manchmal ein bisschen länger, ja. Also das Argument, dass die Apostel alle Männer waren und deswegen Priester heute auch alle Männer sein müssen, ist, finde ich, so unzeitgemäß. Und ich verstehe auch nicht, dass sie sich nicht in den letzten 1000 Jahren was Besseres haben einfallen lassen. Auch in anderen Religionen ist die Frau schlechter gestellt als der Mann. Wie findet ihr denn, sollte die Rolle der Frau in einer Glaubensgemeinschaft aussehen? Schreibt uns das in die Kommentare. Also mal zurück an den Anfang. Ja. Bist du eigentlich in einer religiösen Familie aufgewachsen oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin als Kind getauft worden, auch katholisch getauft worden. Und bin aber in einer Familie aufgewachsen, die gemischt konfessionell ist. Das heißt, mein Vater ist evangelisch, meine Mutter ist katholisch. Okay. Und haben das dann unter sich ausgemacht, dass ich und mein Bruder auch beide katholisch geworden sind. Und gab es da aber manchmal so ein bisschen Reibereien? Also ich glaube, so richtig Reibereien gab es nicht so viel. Jedenfalls nicht so, dass ich das mitgekriegt habe. Natürlich gab es irgendwie unterschiedliche Meinungen manchmal. Mhm. Aber ich habe es immer erlebt als ein positives Zusammenarbeiten. Falls du die Frage beantworten möchtest, bist du in einer Beziehung? Ja, ich habe einen Freund. Genau. Ah ja, okay. Ja. Und auch da wieder, bitte die Frage beantworten, Max, ja. Sex vor der Ehe ist für dich? Ist für mich in Ordnung. In Ordnung. Ja. Ja. Also ich glaube, dass auch dass der Gedanke, der da so hintersteht, hinter diesem kein Sex vor der Ehe, ja irgendwie auch ein Gedanke ist, der vielleicht irgendwann mal sinnvoll war, mhm, aber den ich heute übersetzen würde mit, es geht halt um Konsens. So. Wie stehst du zu Verhütung, Kondome etc.? Ja, das Gleiche, wenn wir davon reden, dass jeder Mensch, so wie er oder sie ist, von Gott gewollt ist
Ich finde, das können wir nicht machen, wenn wir dann aber Menschen ihre Selbstbestimmung absprechen. Da geht's rein? Ja, das ist die Kirche, sagt Elisabeth. Ja gut, dann. Ja, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Aber das wird dein Arbeitsplatz. Genau, das wird jetzt bald mein Arbeitsplatz. Hm. In 2 Wochen fange ich an. Und wie lange bist du da hier? 2 Jahre. Echt spartanisch. Ja, stimmt. Hier ist so ein Seitenschiff. Da werden manchmal auch Gottesdienste abgehalten. Da kann vielleicht ich auch manchmal Gottesdienste abhalten. Das heißt, du kannst den auch richtig, du führst da einfach durch. Genau. Und überlegst dir dann ja auch, was du machen willst. So genau, ich kann da, bin da eigentlich dann relativ frei. Also hier findet dann die Eucharistie genau, statt. Also der Gottesdienst mit Hostien austeilen. Mhm, genau, das darfst du nicht. Das darf ich halt nicht machen. Und es ist sonst auch noch zum Beispiel die Taufe und die Beichte. Und die Ehe, genau, das sind auch so ein paar Sakramente. In anderen Religionen könntest du das ja vielleicht machen? Ja. Warum hast du dich dagegen entschieden? Na, einmal würde ich sagen, katholisch sein ist Teil von der Person, die ich bin. Das ist Teil meiner Identität. Ich glaube, in einer Organisation, die sich verändern muss, muss es immer Menschen geben, die gehen und Menschen, die bleiben. Und ich bin eine von denen, die bleibt und die eben probiert, in der Kirche Dinge in Anschluss zu bringen. Wäre das so ein Wunsch für dich, dass irgendwann mal hier vielleicht auch ein gleichgeschlechtliches Paar steht und vielleicht von einer Priesterin geehelicht wird? Das wäre doch was, oder? Das wäre auf jeden Fall was, so, ja. Wie fändest du das? Ich finde das, also ich finde das gut, weil ich halt glaube, dass eben auch Menschen, die sich ihrer Liebe bekennen wollen gegenseitig und auch noch den Segen von Gott haben wollen, dass sie diesen Segen dann auch kriegen sollen. Das ist die Sakristei, heißt das. Das ist hier so der Raum, in dem sich eben der Priester vor der Messe umzieht. Oh. Genau, das ist halt dann so ein Talar, den dann eben der Priester tragen kann. Darfst du sowas dann auch tragen? Das darf ich nicht tragen. Das, was ich tragen darf, ist eine Albe. Das ist auch so ein liturgisches Gewand. Genau. Mhm. Das darf eben jede Person tragen. Okay, wenn du magst, können wir rüber in das Jugendzentrum gehen. Ja, super gern. Kann ich dir auch noch zeigen. Hier sind einfach so ein paar unterschiedliche Räume, zum Beispiel da hinten den Kicker. Ja, ganz klassisch. Hier mit Tennisplatte. Und stehen jetzt hier ein paar Sofas und die Wand ist irgendwie schön bemalt. Oh ja, genau. Das ist typisch Jugendzentrum. Beim Thema Kinder und Jugendliche, da muss ich gleich auch an die Missbrauchsfälle in der Kirche denken. Wie stehst du dazu? Ja, wie soll ich dazu stehen? Also es ist einfach nur furchtbar, was da passiert ist. Ich finde, wir müssen da, ich spreche jetzt von wir, weil ich jetzt ja auch in diese Kirche reingehe, in die Kirche, die halt die Täterorganisation ist und eben da für Rechte von Kindern, von Jugendlichen eintreten muss, mich dafür einsetzen muss, dass eben nicht geschwiegen wird, sondern dass, wenn was passiert, es direkt öffentlich gemacht wird. Ich glaube, jede Person, die sich im kirchlichen Umfeld bewegt, kennt Opfer, so. Ich auch. Das heißt, du hast hier auch schon Missbrauchsfälle miterlebt? Das ist passiert. Es passiert vermutlich immer noch so. Überall passiert Missbrauch, das wissen wir ja leider. Und wir müssen eben, wenn wir was mitkriegen, was als hauptamtlich passieren kann, dass ich mal was mitkriege oder so, finde ich, müssen wir halt in Solidarität und Verantwortung zu den Opfern stehen. Was möchtest du denn den Kindern und Jugendlichen hier so mitgeben für ihr Leben? Also mich ist diese Sache mit dem Schutzraum tatsächlich sehr wichtig. So. Also ich möchte gern Menschen mitgeben, dass sie ihre eigenen Grenzen kennen, bestärkt sind und eben mutig ins Leben gehen können. Also gerade noch mal im Hinblick auf die ganzen Missbrauchsskandale finde ich es sehr beruhigend und schön zu sehen, dass es so Leute gibt wie Lisa, die so Schutzräume hier auch schaffen. Und ich finde, wir sollten auch gleich darüber posten, oder? Was meinst Machen wir, du? Oder? Das wäre doch jetzt sehr passend. Was wollen wir in den Text dazu schreiben? Wir könnten den Satz schreiben, Faith Spaces must be safe spaces. Also Orte des Glaubens müssen sichere Orte sein. Finde ich gut. So, finde ich, das passt ganz Punkt gut. Gebracht. Okay, ist hochgeladen. Dann ab zur Messe. Gehen wir zur Messe, ne? Ja. Du wirst sehen, es ist ein bisschen größer, als wo wir eben waren und auch so ein bisschen mehr heiligen Figuren. Okay. So. Oh, das riecht auch so gut. Ja, genau, es riecht direkt nach Weihrauch. Mm. Dein Ausbildungsreferent, der hat mir auch noch mal erzählt vom synodalen Weg. Stimmt, ja. Genau, und er hat auch erzählt, dass
dass tatsächlich auch bei der Entscheidung dann sowohl Frauen als auch Männer beteiligt sind. Deswegen heißt er synodal, weil es eben wirklich Beteiligung von allen Menschen so aus der Kirche geben soll. Und was findest du gut daran? Ich finde es gut, dass es jetzt wirklich darüber gesprochen wird. Also, dass es viele unterschiedliche Menschen da sind, dass Opfer von Missbrauch gesprochen haben davor. Und Menschen, die queer sind, gesprochen haben. Wird denn Abtreibung da auch thematisiert? Und wie ist deine Position dazu? Also es wird auf jeden Fall im Forum Sexualmoral, kommt es auch ins Gespräch. Ich finde, man kann keinen Menschen auf irgendwas verpflichten, wozu er oder sie nicht fähig ist. Und wozu ein Mensch fähig ist, das muss die Person selbst entscheiden. Das kann von außen niemand beurteilen. Wer kann denn schlussendlich die Entscheidung treffen? Es gibt halt eben manche Dinge, die kann nur im Vatikan, vom Rom, vom Papst und da auch von den Beratern vom Papst und so gemeinsam getroffen werden. Also ob eine Frau Priesterin werden darf? Darf dann nur der Papst schlussendlich entscheiden? Das darf nur der Papst entscheiden. Ich bin nicht religiös, aber ich würde mich als gläubig bezeichnen. Mhm. Und ich kann meinen Glauben ganz allein für mich frei und individuell gestalten. Und irgendwie habe ich so das Gefühl von dem, was ich von dir so kennenlernen durfte, heute, dass du das auch machst. Warum muss es zusammen mit der Kirche sein? Also mir ist die Gemeinschaft wichtig und mir ist auch die gemeinschaftlich gelebte Spiritualität wichtig. Wollen wir passend zum Thema Spiritualität und mit den schönen Lichtern und der Stille hier vielleicht noch einen Post machen? Ja, gerne. Ja? Da könnte man den Satz sagen, es ist ungewiss, ob wir Gott eher im Flüstern des Windes finden als im Lärm der Großstadt. Ja, das passt doch. Ja. Was bedeutet der Satz für dich? Dass ich Gott in der Natur finden kann, in jedem Gespräch und eben auch in der Großstadt. Ich glaube, die Messe geht jetzt auch schon gut. Ich glaube, also, vielleicht sollten wir mal rein, oder? Genau. Ja. Boy, you're looking at my type. But tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. All night, give me that love. Also ich muss sagen, heute Morgen war es für mich noch so, Feminismus und Katholizismus, das geht nicht zusammen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich verstehe, warum Lisa das macht. Das ist ihre spirituelle Heimat und sie sieht all die Probleme, sie sieht die Baustellen, sie spricht sie ganz offen an, sie ist super mutig, finde ich total beeindruckend. Und ich habe auch das Gefühl, sie hat echt eine laute Stimme. Ich glaube, sie kann auf jeden Fall was bewirken und das finde ich richtig cool. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren. Dann gibt es nächsten Mittwoch um 15 Uhr wieder ein neues Video. Einen anderen Weg, den man als Frau in der katholischen Kirche noch einschlagen kann, ist es, Nonne zu werden. Den Alltag hat sich meine Kollegin Aminata angeschaut und das Video findet ihr hier. Und unsere Kolleginnen von Y-Kollektiv haben sich mal mit der Homosexualität in der evangelischen Kirche beschäftigt. Das Video findet ihr hier.